Hallo bei CT Quad und Bike aus Kaltenkirchen. Gegen kalte Hände beim ATV oder Quadfahren gibt es bekanntlich Heizgriffe. Wir haben ein neues Modell, bei dem eine neu konstruierte Heizstruktur verbaut ist und damit werden die Hände deutlich schneller warm als bei herkömmlichen Heizgriffen. Hier sehen wir diesen schön designten Ring, der die LEDs beinhaltet, die uns zeigen, in welcher Heizstufe wir uns befinden, die wir dann Stück für Stück hoch oder runter schalten können. Dieser Ring ist natürlich wesentlich einfacher am Lenker unterzubringen als die großen Schalteinheiten, die man sonst für Heizgriffe hat. Der Lenker beim ATV oder Quad ist ja ohnehin schon immer sehr vollgepackt und hier zum Beispiel bei der MXU 550 ist kaum Platz für einen größeren Heizgriff bzw. die Steuereinheit davon. Außerdem haben wir hier noch die Daumengasheizung mit dabei, heißt also auch der Daumen, der ja immer die größten Probleme macht in der Kälte, ist hier mit geheizt, automatisch mit den Heizstufen, die wir halt von der normalen Griffheizung haben, wird er gleichmäßig mitgeheizt. In einem anderen Film auf YouTube hatten wir euch schon mal Heizgriffe für einen Can-Am Ryker vorgestellt. Wenn ihr da Interesse dran habt, schaut euch das gerne nochmal an. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, folgt uns auf YouTube, Instagram oder Facebook. Bis dann, tschüss.